Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Herzlich willkommen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Wir begrüßen Sie von der Baustelle des Kreisbads Römerberg. Mitten in den Bauarbeiten nahm sich Landrat Clemens Körner Zeit, um sich vom aktuellen Stand der Entwicklungen selbst ein Bild machen zu können. Fest steht bereits jetzt, dass der anvisierte Kostenrahmen von ca. 2,6 Millionen Euro voraussichtlich eingehalten werden kann. Ja, wie jetzt unschwer hinter mir zu sehen ist, befinden wir uns im Rohbau. Das heißt sogar noch ein bisschen weiter, weil es ein Dach noch gibt. Und allerdings im Tiefbaubereich ist es dann noch weniger wie Rohbau. Sind jetzt erstmal die Abwasserleitungen verlegt worden. Aber ich denke, in der nächsten Woche ist dann schon die Bodenplatte wieder dicht und zu. Und dann geht es dann mit den Gewerken weiter, mit den Wänden, Decken, Estrich und so weiter. Wir haben gehört, dass die Bürger etwas nervös wurden, ob das Bad nicht abgerissen wird. Ist hier in Römerberg vielleicht wenig Vertrauen in den Landrat? Ja, okay, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber man hat natürlich bei Beginn der Sanierungsarbeiten nichts anderes gesehen wie Abbrucharbeiten. Also die Wände sind weg, wenn man sich das jetzt so vorstellt. Dann hat man schon Angst bekommen, die würden dann das komplette Bad abreißen. Und da war so mal zwischendrin mal die Sorge, wird es dann auch wieder mal aufgebaut. Und deshalb denke ich, der Termin heute dient auch dazu, zu sagen, nee, es geht weiter, man sieht es ja auch. Und in 8 Tagen sieht es schon wieder ganz anders aus. Und wir sind guten Mutes, dass wir 2018, so im Spätjahr, dann auch wieder ein rund erneuertes, neues Hallenbad Römerberg der Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Den Bistrobereich wird es künftig nicht mehr geben. Der Saunabereich wird dafür allerdings ausgebaut, da die Nachfrage nach einem ruhigen Saunabereich immer lauter wurde.